Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute soll es mal um das Multifunktionswerkzeug PMFW 310 in der Version D2 von Parkside gehen. Was es damit auf sich hat, erfährst du sofort nach dem Intro. Ja, speziell für die Leute, die den Akkugeräten noch nicht so wirklich über den Weg trauen, bringt Lidl jetzt wieder das schnurgebundene Gerät in Form eines Multifunktionswerkzeuges, also ein oszillierendes Werkzeug, in die Läden. Dieses Mal in der Version D2. Wir haben hier auch einiges an Zubehör mit dabei. Das sehen wir hier oben drauf. Zeige ich euch gleich, wenn wir das Gerät mal auspacken. Das Gerät hat 310 Watt Leistung. Das ist schon recht ordentlich. Wir haben eine 4 Meter lange Zuleitung. Das ist sehr schön, weil wir dann kein Problem damit haben mit irgendwelchen Verlängerungskabeln oder sonst was. Innerhalb von 4 Meter werden wir an unserer Werkbank oder wo wir auch immer arbeiten wollen, immer mal irgendwo eine Steckdose finden. Wir haben eine Schwingzahl von 15.000 bis 21.000 Umdrehungen pro Minute. Wir haben 3 Jahre volle Garantie, wie wir das bei Parkside derzeit so gewohnt sind. Wir haben natürlich auch den allseits bekannten Parkside-Koffer dabei, der auf beiden Seiten, wie wir das schon kennen, hier jeweils beschriftet ist, beziehungsweise ein Bild drauf enthalten ist, was in dem Koffer enthalten ist, damit wir das im Regal dann schön wiedererkennen können. Wir packen das Gerät einfach mal aus. Gerät ist hier oben wie alle Geräte einmal verplombt. Wir haben auch vorne am Koffer wieder die allseits bekannten und beliebten Metalllaschen. Ist natürlich langlebiger, als wenn wir da irgendwelche Plastiklaschen hätten. Hatten wir auch schon. Hat sich Gott sei Dank nicht durchgesetzt. Jetzt sind wir wieder bei Metall. Schauen wir mal rein. Ja, wir sehen schon, in der Klappe oben haben wir unsere Bedienungsanleitung. Das Gerät wird von der Companas Handels GmbH produziert bzw. in den Verkehr gebracht. Das ist dann auch euer Ansprechpartner im Garantiefall. Wir haben hier eine deutschsprachige Bedienungsanleitung nur mit dabei. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass ihr euch hier auch die ganzen Bedienungsanleitungen in dem neuen Serviceportal hier runterladen könnt. In der Regel ist das so, dass wir da auch die anderen Sprachen dann zur Verfügung haben. Wenn ihr also da eine andere Sprache benötigt, schaut euch das neue Serviceportal mal an. Entweder scannt ihr das jetzt hier vom Bildschirm ab, den QR-Code, oder ihr geht einfach auf lidlservice.com und dann könnt ihr euch das dort alles anschauen. Ja, so sieht es dann im Koffer aus, ist recht beengt alles. Wir haben hier einen Absaugadapter, das ist recht dünnes Plastik, hier ist auch nicht ganz gut entgratet, macht aber nichts, tut letztendlich der Funktion sicherlich keinen Abriss. Wir probieren das dann gleich nochmal aus. Das ist allerdings immer nur zum Schleifen geeignet. Wer sich jetzt wundert, was soll ich beim Multifunktionsgerät denn mit einem Absaugadapter? Da fällt doch vorne am Sägeblatt eh alles ab. Ja, das ist alles korrekt. Ihr seht, der ist sogar zweiteilig gestaltet. Den müssen wir dann hier nochmal zusammensetzen. Wir haben hier so zwei Plastiknasen, die müssen wir dann hier mit hineindrücken. Das geht ein bisschen, naja. Und diese Seite wird dann hier um das Gerät gelegt und saugt dann im Falle, wenn wir schleifen wollen, den Schleifstaub ab. Und zwar funktioniert das dadurch, dass unsere Schleifplatte, die natürlich auch mit dabei ist, das ist die Schleifplatte hier, die wir drauf montieren können, die schwingt dann natürlich hin und her und dadurch, dass sie Löcher hat, kann das dann alles abgesaugt werden, der Schleifstaub. Bleibt natürlich immer noch ein bisschen Schleifstaub vorhanden, weil wenn wir gerade über Kanten oder sowas rüber schleifen, dann fällt natürlich immer an den Seiten auch etwas herunter. Wenn wir natürlich sägen, funktioniert das Ganze überhaupt nicht, weil dann natürlich, wie ihr das schon richtig erkannt habt, vorne dann am Sägeblatt nicht abgesaugt werden kann, was dort an Späne oder Staub entsteht. Ja, ihr habt schon gesehen, wir haben hier einiges an Zubehör mit dabei. Wir haben hier sehr, sehr viele Schleifblätter mit dabei in verschiedenen Ausführungen. Können wir uns gleich nochmal genauer angucken. Wir haben den Delta-Aufsatz mit dabei. Wir haben hier nochmal eine kleine Box mit dabei, wo hier noch einiges an Sägeblättern etc. vorhanden ist. In der Box ist übertrieben, das ist einfach hier so eine Abdeckung, die hier mit drauf ist. Jetzt habe ich es wahrscheinlich verkehrt aufgemacht. Ja, habe ich. Zeige es euch nochmal, wie es richtig geht. So, alles nochmal auf Anfang. Wir machen das einfach dann hier vorne auf. Ist natürlich ein bisschen gefährlich.
Wenn wir gerade das Sägeblatt hier an dem Öffnungskreis haben, dann tun wir uns hier vielleicht weh. Vielleicht soll man es auch hier oben öffnen, aber da ist natürlich dann hier gerade, wenn ich große Finger habe, das Gerät dann im Wege. Wenn ich das Gerät rausnehme, dann sieht das Ganze schon wieder besser aus. Dann funktioniert das. Also nach Möglichkeit nehmt das Gerät raus und öffnet das hier seitlich. Macht das nicht so wie ich, reißt das hier komplett raus. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch so einen kleinen, das wird wahrscheinlich dann zum Absaugen mit dazu gehören. Wir haben hier einiges an Klingen mit dabei. Wir haben hier eine Holzklinge. Ihr seht, die sind auch immer schön beschriftet, symboltechnisch. Wir haben auch an der Seite eine Skalierung für die Eintauchtiefe. Das ist jetzt nicht das Allerbeste. Wie ihr seht, da ist vorne schon irgendwie eine kleine Beschädigung bzw. Rost mit dran. Also wenn ihr damit dann auf Dauer arbeiten wollt, dann tut euch einen Gefallen, kauft euch da auch vernünftige Klingen dazu. Ich werde euch natürlich einmal das Gerät unten in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr euch die technischen Daten da nochmal genau aufrufen könnt. Und natürlich auch ein bisschen was an Zubehör, was dann drauf passt. Vielleicht habt ihr auch schon Zubehör zu Hause, so muss das Ganze aussehen. Könnt ihr jetzt mal vergleichen, wenn ihr Zubehör zu Hause habt. Das passt also mit drauf. Weiterhin haben wir dabei nochmal eine kleinere Klinge. Ihr seht, für was das alles geeignet ist. Das sieht ja aus wie Metall und Bitumenbahn etc., was wir damit schneiden können. Die ist ein bisschen grobförmiger gestaltet, hat auch eine Skalierung an der Seite. Dann haben wir hier noch einen Spachtel mit dabei. Das ist ein starrer Spachtel. Die gibt es auch noch in flexibel. Speziell wenn ihr Teppichkleber oder sowas dann damit lösen wollt, dann bieten sich die flexiblen hier etwas besser an. Hiermit könnt ihr zum Beispiel Fliesenkleber oder ähnliches entfernen. Der eine oder andere hat das sicherlich schon mal gesehen. In manchen Werbespots ist es so, da wird in der Mitte dann eine Fliese rausgetrennt, indem man dann die Fugen auftrennt, die Fliese herausnimmt, teilweise kaputt schlägt, die Fliese rausnimmt und dann mit einem solchen oszillierenden Werkzeug und so einer Klinge dann den Fliesenkleber entfernt. Und dann kann man da eine neue Fliese wieder einsetzen. Dann haben wir hier noch ein Rundsägeblatt mit dabei. Das ist für Holz. Ist jetzt eine ganz spezielle Form. Habe ich so in dieser Form auch noch gar nicht gesehen, muss ich sagen. Ich kenne das dann eher so, dass das hier noch etwas weiter heruntergezogen ist. Hier haben wir mal eins von Bosch mit Starlock-System. Sieht dann so aus. Ist auch ein bisschen flacher als dieses hier. Das ist also schon sehr stark auftragend. Ich kann euch das mal ausmessen, was wir hier an Absatz haben. Und zwar sind das hier etwa 1,5 cm, die wir hier einrechnen müssen, wenn wir hier irgendeinen Abstand berechnen wollen. In den anderen Fällen ist das hier etwa 0,6 cm. Ja, kommen wir zum Gerät selbst. Das Gerät sieht wie folgt aus. Ich würde schätzen, das Ganze wiegt hier ungefähr 1,5 Kilo. Was genaues habe ich jetzt hier so nicht gefunden auf die Schnelle. Der Schalldruckpegel liegt bei 81 Dezibel, das geht noch. Ihr seht, wir haben hier eine werkzeuglose Montagemöglichkeit. Wir brauchen das hier nur aufklappen, können die Klinge unten einsetzen, wieder einrasten und schon können wir damit arbeiten. An der Rückseite haben wir hier die Geschwindigkeitseinstellung. Auch hier ist sie sechsstufig gestaltet. Das heißt, wir können hier mit dem Walrad von sehr, sehr gering bis sehr, sehr stark alles generieren, was wir brauchen. Das Ganze ist dann auch stufenlos einstellbar. Ihr seht das. Wir können das dann gleich nochmal im Betrieb ausprobieren. Wir haben hier oben den Ein- und Ausschalter. Auch der ist gut zu erreichen. Das Gerät selbst ist schon für größere Hände ausgelegt. Also wer jetzt ganz zarte Finger hat, der wird sicherlich sagen, das Gerät ist mir etwas zu klobig. Wir haben an den wichtigsten Stellen hier eine Gummierung vorhanden. Das liegt also recht gut in der Hand. Wir haben sogar hier Abstandspuffer. Das heißt, wenn das Gerät dann auf der Werkbank aufliegt, dann rollt uns das nicht weg. Insofern das überhaupt möglich ist, weil wenn wir hier eine Klinge eingespannt haben oder aufgrund der ganzen Kopfform, sollte das ja so sowieso nicht passieren. Ihr seht schon, so sieht es aus, wenn der Absaugrüssel hier montiert ist. Das heißt, es geht ganz einfach. Ich zeige es euch hier nochmal. Der Rüssel wird hier einfach aufgesteckt, war ja zweiteilig, ich habe das hier zusammengesteckt, der Rüssel wird hier aufgesteckt. Wir führen dann unsere Schleifplatte hier auf, drehen die dann in den gewünschten Winkel, wie wir es haben wollen, verriegeln das Ganze wieder, dann ist dann hier vorne alles fertig. Und hier hinten haben wir diesen kleinen Clip, der noch mit dran ist, der wird dann hier oben im Gehäuse mit eingeklickt und schon hält diese Absaugung hier auch fest.
Ja, testen wir das Ganze mal, ob das auch auf den Staubsauger drauf passt. Ihr wisst ja, wenn ihr den Kanal hier schon länger verfolgt, ich habe hier einen Bosch-Sauger, den ich immer ganz gerne hernehme. Schaue ich mal, ob das hier hineinpasst. Ja, man hat dazugelernt, das ist hier konisch zulaufend, also das befestigt sich nach einigen Zentimetern. Wenn wir das hier hineinstecken, müssen wir natürlich nochmal sehen, dass das hier etwas zur Seite gedreht ist, aber ihr seht, das hält hier. Ich kann das Gerät sogar an dem Rüssel hinten hochziehen. Endlich hat man mal hier was gemacht, damit das Ganze auch mit allen Saugern kompatibel ist. Ich denke, es sollte hier nicht zu Komplikationen kommen, egal was ihr da für einen Sauger habt. Ansonsten kauft euch da einen Adapter. Ich kann euch ja nochmal unten einen verlinken für den, der hier einen ganz speziellen Sauger vielleicht hat und hier Probleme hat, das hineinzubekommen. Insofern ihr überhaupt mit Absaugung arbeiten wollt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, inwieweit ihr das hier überhaupt nutzt oder ob das sinnlos ist für euch. Ich weiß, auch die großen Hersteller haben jetzt mittlerweile solche Absaugadapter mit im Programm. Die kann man dann als Zubehör dann separat mit dazu erwerben. Ich muss sagen, ich habe das jetzt eigentlich weniger genutzt. Ich nutze auch das Gerät sehr, sehr wenig zum Schleifen, muss ich sagen. Wenn, dann nutze ich das tatsächlich mal für Tauchschnitte oder für Schnitte an unzugänglichen Stellen, wo ich so mit einer Säge oder einer Stichsäge oder ähnlichem nicht hinkomme. Ja, einzige Manko, was hier vielleicht zu bemängeln wäre, ist, dass das Material hier wirklich sehr, sehr dünn gewählt wurde. Ist natürlich auf der einen Seite ganz gut, dann passt es sich natürlich besser solchen Saugrüsseln an. Andererseits ist es natürlich auch so, sowas bricht natürlich auch ganz schnell. Wenn hier die Weichmacher nach ein paar Jahren heraus sind, dann wird das Ganze sicherlich sehr, sehr schnell brüchig. Und wenn wir darauf setzen, dass wir mit so einer Staubabsaugung arbeiten, dann kriegen wir die in dem Fall sicherlich nicht mehr nachbestellt. Ja, wie gesagt, so ein paar Schleifblätter sind hier gleich mit dabei. Hier sind sogar welche für Metall mit dabei. Kennt ihr hinten drauf, dass hier so ein Metallsymbol ist. Wir haben hier insgesamt 6 Blätter für Metall mit dabei. Verschiedene Körnungen. Wir sehen hier 120 und wir haben hier 240 mit dabei. Und wir haben hier 14 Blätter mit dabei, die in verschiedenen Körnungen dann für Holz sind. Von 60 bis 240 ist auch hier einiges vertreten. Ja, das Schleifen zeige ich euch jetzt hier an dem Gerät so nicht. Das wird funktionieren, das haben wir schon zur Genüge bei allen anderen Geräten getestet. Wen es interessiert, der kann ja mal in die Videolisten schauen. Das funktioniert schon sehr, sehr gut beim Schleifen, weil wir hier auch keine große Fläche vor allen Dingen haben. Und wenn wir hier eine gewisse Saugleistung anlegen, dann seht ihr, das wird hier durch die Löcher hineingesaugt. Und das funktioniert, wie gesagt, nur am Randbereich, nicht auf Fläche funktioniert das wirklich hervorragend. Ja, dennoch wollte ich das Gerät jetzt mal in Betrieb nehmen, dass wir mal hören, wie laut das Gerät ist. Ich stöpsel das mal ein. Ich habe jetzt mal auf der kleinsten Stufe das Ganze. Also das macht schon ordentlich Musik und ihr seht, dadurch, dass dieser Absaugadapter hier locker drauf sitzt und nicht hier nochmal extra fixiert ist, haben wir hier einiges an Abrieb produziert, was dann hier erstmal herausrieselt. Ich denke, das wird sich dann im weiteren Betrieb dann auch geben. Das Gerät jetzt nicht wirklich eins der leisesten Sorte. Wenn ihr das hier auf Dauer macht, solltet ihr auf jeden Fall auch Gehörschutz tragen. So, dann habe ich jetzt hier mal aufgebaut den zu Recht in der Szene weit bekannten und berühmt-berüchtigten Testbalken in der Version V2. Ich werde jetzt hier mal mit diesem Sägeblatt, mit dem Rundsägeblatt mal probieren, etwas abzutrennen. Das sollte eigentlich problemlos hier funktionieren, dass ihr seht, dass das Gerät hier einiges an Power aufruft. Ich fange einfach mal an. Das funktioniert hier problemlos. Ich kann noch mal einen Tauchschnitt machen. Wechseln geht hier auch ganz einfach. Einfach hier hochdrücken, das Ganze abziehen und die neue Klinge aufschieben. Kurz festhalten und dann müsst ihr nur sehen, dass hier unten diese kleinen Pinne eingreifen und schon könnt ihr das Ganze verwenden.
Also das funktioniert hervorragend. Der Preis liegt bei 25,99 € für das Gerät inklusive den gesamten Zubehör, was wir hier sehen. Ich denke, für den Preis können wir nicht wirklich viel falsch machen. Schreibt mir eure Meinung zu dem Produkt einfach mal in die Kommentare, ob ihr euch lieber so ein kabelgebundenes kaufen würdet oder vielleicht sogar schon die Akkuversion zu Hause habt. Könnt auch reinschreiben, was ihr mit diesen Geräten vor allen Dingen macht. Da kommen oft recht kuriose Dinge bei raus. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch das Video hier gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet und sage erstmal bis dahin.